Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Wir haben eine neue Challenge. Nee, warte, die haben wir doch schon gemacht, oder? Babysitter? Babysitter haben wir, glaube ich, nicht gemacht, oder? Kinderhut, stimmt, Babysitter haben wir nicht gemacht, Leute. Es gibt eine neue Challenge, ja, jetzt wo Deponia und Lego Star Wars vorbei ist. Würde ich sagen, spielen wir wieder ein bisschen 60 Seconds. Ich habe nämlich mega Bock auf dieses Spiel. Okay, und wir starten auch gleich. Und sammeln alles hoffentlich ein. Ja, erstmal wieder richtig hinsetzen. So, jetzt ist chillig. Sehr chillig. Yeah. Ah. Okay, was brauchen wir denn? Die Kinder. Hier ist ein bisschen Essen und Trinken, das ist sehr gut. Sammeln wir das schon mal ein. Zack. Okay. Slack gerade ein bisschen. Heilige Scheiße. Das brauchen wir. Noch eine Flasche Wasser brauchen wir. Genau, sehr gut. Mary Jane brauchen wir. Da hinten ist das Brettspiel, was wir brauchen. Zack. Sehr gut. Da ist nichts, wie ich sehe. Hier auch nicht. Das ist Buch. Timmy. Die Taschenlampe. Und die Spielkarten liegen da auch auf dem Boden. Habe ich gesehen, alles klar. Okay. Spielkarten, zack. Yeah, wir haben alles. Super geil. Zack. Erstmal alles wieder zurechtrücken hier. Ich habe eben Star Wars aufgenommen. Deswegen ist die Tastatur noch ein bisschen zu weit rechts gerückt, etc. Irgendwie bin ich gerade mit meinem Mikrofon nicht zufrieden. Wie das hier steht. So. Sehr geil. Dann hätten wir die Challenge, glaube ich, auch geschafft. Würde ich mal meinen. Yeah! Ach, mit Rechtsklick können wir die Hüte aufsetzen. Ach, und so setzen... Ah, wir haben das Achievement bekommen gerade. Wow! Cool. Cool. Yeah, Björn hat ein neues Video hochgeladen. Schön, muss ich mir später angucken. Herausforderung abgeschlossen. Yeah! Können wir das im normalen Run auch machen? Ob wir da die Hüte aufsetzen können, das wäre cool. Das wäre sehr cool. Aber... Das war's mit den Herausforderungen. Erstmal. Ah, wie? Die anderen haben wir nicht abgeschlossen? Ach komm. Okay. Dann machen wir die alle nochmal. Okay. Ach komm schon, ey. Mann. Echt? Das zählte nicht, als wir die gemacht haben. Ey, das ist doch... Mensch. Mensch. Geh doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Machen wir sie halt nochmal, würde ich sagen. Hier ist schon mal Wasser. Das nehmen wir uns gleich mit. Was haben wir da hinten? Noch mehr Wasser. Okay, hier sind schon mal drei Flaschen Wasser und Essen ist da hinten auch. Alles klar. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das Wasser nehmen wir mit. Und einmal Essen. Mehr können wir erstmal nicht mitnehmen. Dann schnappen wir uns hier Dolores und Jimmy, genau. Mary Jane und die Suppe. Weihnachtslayout ist hier sogar. Okay, was haben wir hier? Den Koffer, den brauchen wir. Sehr geil. Dann brauchen wir noch einmal Essen. Und jetzt fehlt uns nur noch die Karte, die sich... ...irgendwo befindet. Ich hab's gesehen. Hier ist sie. Karte, sehr geil. Bupp. Sehr gut. Schön. Karte haben wir jetzt auch. Sehr geil. Nee. Hat man ein paar Erdnüsse essen. Vorher ging das Mikrofon gehauen, hups. Weihnachtsmützen. Juhu. Ja, wir können mit Rechtsklick alle Hüte aufsetzen. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So setzt man Hüte also auf. Interesting. Hm.
Und jetzt müssen wir noch einmal Flitterwoche machen, ne? Neues Spiel. Herausforderung. Flitterwochen. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Schade, dass wir mit den Sachen dann auch keinen weiteren Run machen müssen. Also, ja, den Run halt so beenden müssen. Das wär ganz cool gewesen. Das wäre allgemein ganz cool. So. Medikit brauchen wir nicht. Wir brauchen hier... ja, Essen und Trinken, würde ich sagen. Zack. Noch eine Suppe. Und noch einmal Wasser. Sehr gut. Aus diesem Raum hier brauchen wir das Radio. Und hier brauchen wir Dolores. Komm her. Und die Taschenlampe. Haben wir hier noch was? Das Schloss ist hier, okay. Leg jetzt ab, danke. Mensch. Das Schloss. Dann brauchen wir das Spielbrett und die Spielkarten. Hier ist das Spielbrett. Und da unten sind die Karten. Und wir haben's. Nice. Nice. Das ging schnell. Und somit haben wir den Strandhut freigeschalten. Aber Weihnachtsmütze finde ich cooler. Weihnachtsmütze finde ich eindeutig cooler. Herausforderung abgeschlossen. Schön. Sehr, sehr schön. Bis zu 737 Jahre haltbar. Gut. Dann war es das mit den Herausforderungen erstmal. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir machen jetzt einen normalen Run. Und zwar... wir müssen ja alles... wir machen jetzt alles in der Reihenfolge auf Little Boy. Damit wir das Achievement kriegen. Ich weiß nämlich nicht, was wir schon alles gemacht haben bei Little Boy. Und was nicht. Ja. Das machen wir. So, hier sind Timmy und Essen. Das ist schon mal nett. Timmy nehmen wir auf jeden Fall mit und dann nehmen wir noch Essen und Trinken mit. Ich kann nochmal nachgucken. Da ist die Karte. Die Karte ist auch sehr gut. Ich glaube, ich fange hinten an. Ich glaube, ich fange hinten an, alles mitzunehmen. Hier bei Dolores und der Gasmaske. Oh, den Sachen hier. Bei den Sachen. Okay. Kein Platz mehr. So, dann können wir die Karte hier schon mal mitnehmen. Und das Essen. Zack. Dann schnappen wir uns hier Timmy. Und das Essen und das Trinken. Sehr gut. Zack. Dann holen wir uns hier unsere Tochter. Und noch eine Flasche Wasser. Dann haben wir hier das Buch, habe ich gesehen. Das ist sehr wichtig. Die Gasmaske. Das Medikit. Dann schnappen wir uns Dolores. Und noch ein bisschen trinken. Und das Insektenabwehrspray. Das Radio wäre eigentlich noch ganz praktisch gewesen, ne? Ja, schnappen wir uns nochmal das Trinken und rein. Wir haben kein Radio. Wir haben kein Radio mitgenommen, glaube ich. Aber wir haben das Medikit. Die Gasmaske haben wir auch, das ist sehr wichtig. Essen und Trinken haben wir auch ganz gut mitgenommen. Was haben wir denn nicht mitgenommen? Ja, das Radio haben wir nicht. Wir haben keine Munition. Ansonsten haben wir alles. Alles außer das Radio und Munition. Wow. Alter, haben wir viel Essen und Trinken. Wow. Wow. Das beides haben wir dazu bekommen und ein Wasser haben wir dazu bekommen, okay. Und die, Alter, wir hatten Glück, wir hatten richtig viel Glück. Holy shit. Okay, wir müssen jetzt nur überleben. Überleben, überleben. Ja, alles okay bei den Leutchens. Ja, komm, wir machen gleich eine Expedition. Warum auch nicht? Nee, unser Medikit benutzen wir noch nicht. Das brauchen wir noch. Unser Medikit
ist wichtig. Und wir versuchen jetzt auch nicht Pancake oder so zu bekommen. Denn das wäre doof. So, und ich würde sagen, wir schicken Dolores raus. Nee, es kann nur Mary... Wie? Wieso kann nur Mary Jane raus, okay? Was nimmt sie denn mit? Sie nimmt den Koffer, glaube ich, mit. Ja, wir nehmen nur den Koffer mit. Nein, 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 was? Gasmaske! Oh, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Was ist denn mit mir? Was ist denn mit mir? Ich sollte nicht so schnell durchklicken, oder? Okay, ich konzentriere mich jetzt. Meine Haare gehen mir übel auf den Sack. Okay, ja, jetzt brauchen alle Essen und Trinken. Könnt ihr haben. Könnt ihr gerne haben. Okay. Wow. Wir hoffen, dass... Was bringt... Ein Radio wäre schön. Wenn Mary Jane Radio mitbringt, das wäre schön. Wir wollten uns gerade schlafen legen, als jemand an der Tür klopft. Wer klopft zu so später Stunde in... so später Stunde in diesem Teil des Ödlands? Wie zur Hölle hat die Person die Bombe überlebt? Sollen wir aufmachen? Wir machen auf. Wir machen auf. Wir haben zwar was in Essen. Wow! Wie sich herausstellte, war es ein netter, geheimnisvoller Typ in einem seltsamen Anzug. Cool. Neulich hörten wir ein leises Klopfen an unserer Falltür. Doch als wir sie öffneten, stand da bloß ein Koffer. Manchmal ist es gut, manchmal schlecht. Wir öffnen ihn einfach mal. Mary Jane ist auch wieder da. Und sie ist krank. Die Wasserflasche sah harmlos aus, also haben wir einen Schluck genommen. Wir hielten uns für Glückspilze, aber es war eine Lüge. Entweder war das Wasser verstrahlt oder eine Art biologische Waffe. Sind alle krank? Nee, nur Timmy und Mary Jane. Sie hat ein Radio mitgebracht. Woo! Wir retten Timmy. Nee, wir machen keine Expedition. Wir geben gleich erstmal Essen und danach machen wir eine Expedition, würde ich sagen. Oder? Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß es nicht. Okay, ja, Essen und Trinken geben. Nee, der Zustand ist nicht der... Okay, nein. Dann machen wir es nicht. Ja, wir hören Radio. Wir hören Radio. Okay. Timmy könnte auch scheint große Lust zu haben. Dolores ist zuversichtlicher, dann schicken wir sie raus. Bei einem isolierten Atombunker ist der Geräuschpegel ziemlich hoch. Etwas hat seit dem Morgen laut rumort und uns nicht schlafen lassen. Es scheint sich unter uns zu befinden. Ja, wir müssen ja eh noch den ganzen Bunker erkunden, ne? Wir machen das mit der Axt. Mit der Axt! Aber er ist krank, ne? Nee, so nicht. Nicht verletzt, nicht krank. Alles gut. Okay, schön. Wir gingen runter und das Herz schlug uns bis zum Hals. Aber es geschah nichts. Der Durchgang war versperrt. Nach einer Weile waren keine Geräusche mehr zu hören. Okay. Dann schicken wir jetzt Dolores raus mit dem Koffer. Und der Gasmaske. Ich hoffe, die Gasmaske wird überleben. Aber zum Glück haben wir das Buch, also von daher wird das schon alles gut sein. Ein paar Nüsse essen. Lecker. Dieser Mann auf der anderen Seite der Tür, der sagt, dass er uns alles Mögliche für eine gute Munition anbieten würde.
Wir haben keine Munition, schade. Und hätten wir die ihm gegeben. Aber wenn wir ihm das Brettspiel gegeben hätten, dann wäre er einfach so mit dem Brettspiel abgehauen und hätte uns nichts gegeben. Timmy sitzt die ganze Zeit nur da und starrt Löcher in die Luft. Nö, wir reden nicht mit ihm. Denn dadurch könnte er verrückt werden. Und dann... Ja, wir müssen ja eh noch alle verrückt kriegen. Ich versuche wieder viel zu viele Achievements gleichzeitig zu machen. Achievements gleichzeitig zu machen. Das ist nicht gut. Ah. Sorry, ich musste kurz was trinken. So, Stimmt, den hatten wir alle schon Essen gegeben und so. Ist ja Tag 16. Gesundheit. Wir müssten irgendwie unser Medikit. Ja. Wieder fit kriegen, sag ich mal. Wieder heile machen. Ja, wir hören Radio. Ja. Dolores ist wieder da. Nicht krank und sie hat noch mehr Wasser mitgebracht. Glaube ich. Ja, 3 Flaschen Wasser. Ich lese mir das auch mal jetzt alles durch. Wir wussten es. Die Regierung wurde nicht gestürzt und sie kommen zu unserer Rettung. Sie haben kein genaues Datum in ihren Radioübertragungen genannt, aber sie sind sicher, sie werden uns nicht lange warten lassen. Sie haben gesagt, dass sie in ein paar Tagen Kontakt aufnehmen und wir weitere Anweisungen abwarten sollen. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Wo ein Theater ist, sind auch Schauspieler. Wo Schauspieler sind, gibt es auch Pantomimen. Also haben wir uns auf Zehenspitzen zum Theater genähert. Aber schließlich haben wir beschlossen, dass unser Bedarf an Vorräten größer ist als unsere Angst vor Pantomimen. Okay. Also sind wir mutig hineingegangen, um es zu erkunden. Dieses Stück muss unglaublich langweilig gewesen sein, wenn die Requisiten einzig und allein aus Flaschen bestanden. Okay, sehr geil. Wir hatten erwartet, die Cafeteria des Theaters verwüstet vorzufinden. Oh, schön. Wir haben ein wenig mit den Requisiten und Kostümen im Theater rumgealbert. Ich dachte, es war nur einer draußen. Ein Schloss bekommen. Okay, die Gasmaske kaputt und der Kopf war es auch weg. Mann. Das ist doof. Der Kopf und die Gasmaske sind kaputt. Ja, Ted geht raus, es klingelt an der Telefonzelle. Stimmt. Irgendwas muss es damit auch noch auf sich haben. Irgendwas. Als wir abhumpten, konnten wir den Anrufer von Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei ihnen passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Ja, das wäre schön. Das wäre eindeutig schön. Steht da? Z ist wohlbehalten von seiner... genau. Jane könnte... Ja, der kippt ständig um. Wir müssen das trinken. Ja, genau. Ich weiß, aber das machen wir später erst. Auf dem Rückweg von unserer letzten Expedition haben wir einige Zeichnungen an einer halb zerstörten Mauer in der Nähe gefunden. So eine sehr primitive Karte unserer Stadt. Und ein Ort war mit einem X markiert. Ja. Mary Jane geht hin. Denn die ist eh schon krank. Mary Jane sollte nach ein paar Tagen zurück sein. Was? Unsere Befürchtung, die Karte sei eine Falle, die direkt in ein Lager voller Räuber führt, war unbegründet. Am Ende des eingezeichneten Weges fanden wir ein paar Vorräte, die sehr nützlich sein könnten. Sehr schön. Okay, das mit Mary Jane ist gerade ein bisschen doof, ey. Ich hätte sie nicht rausschicken sollen. Nicht der Beste. Nein, dann machen wir keine Expedition. Als Dolores gestern von der Expedition... Wenn sie einen Kratzer am Bein. Das sah nicht mal schlimm aus, aber jetzt ein hässlicher Anblick. Okay, wir machen's. Wir machen's. Es tut mir leid, Dolores, wir machen's. Aber sie wird dadurch krank, oder? Nein. Oh, cool. Wir hatten nie auch nur im Entferntesten daran gedacht, irgendeinen Teil von Dolores mit einer Axt zu entfernen. Sie hätte nicht nur protestiert, sondern würde wohl auch selbst Maßnahmen und die Axt ergreifen.
In unserem eigenen Interesse war es also am besten, so eine Situation zu vermeiden. Wir haben die Axt also nur erhitzt und damit ihre Wunden gesäubert. Sehr schön. Die Axt ist nur etwas abgerutscht, aber es dann wie... Ach, kacke. Die Axt ist weg. Schade. Und Dolores ist krank? Wie? Ach, verletzt. Ja, okay. Demi hat eine Chance, es zurückzuschaffen. Aber wie groß ist die Chance? Machen wir nicht. Machen wir nicht. Timmy kann es schaffen. Okay. Timmy kann es schaffen, also machen wir es. Dann schicken wir gleich Timmy raus. Was? Wir haben mit dem Streiten aufgehört. Achso. Okay. Timmy geht raus. Er hat... Ach, fuck. Wir haben keine Gasmaske, ne? Wir haben keinen Koffer. Dann geht er... Ne, er geht mit nichts raus dann. Nee. Er geht mit nichts raus. Er geht mit nichts raus. Meine Haare, ey. So. Ja, Dolores ist krank, aber es bringt uns nichts. Wo kommt diese grüne Pfütze her? Oh je, aus einem Rohr tritt grünes Zeug aus. Das ist schlecht, ganz schlecht. Wir müssen sofort etwas unternehmen und keiner hat einen Lappen eingepackt. Was sollen wir tun? Wir nehmen das Buch. Das Pfadfinderbuch. In der Hoffnung, dass alles gut verläuft, aber Dolores ist krank. Nice. Alles gut verlaufen. Oh, ich hab grad fast einen Fehler gemacht. Eieiei. Das ist Tag 25. Tag 26, alles klar. Wir brauchen Medikit. Seltsame Geräusche. Kommen sie von draußen oder etwas, das mit uns im Bunker gelangt ist? Ist es möglich? Wir haben nichts finden können. Verlieren wir den Verstand? Wir sollten etwas gegen... Nö. Werdet verrückt, bitte. Nein, das bringt nichts. Scheiße, ich darf sie nicht verrückt werden lassen. Mary Jane gibt es ja nicht mehr. Scheiße. Heute wurde unser, nennen wir es Frühstück, von einer Übertragung des Militärs unterbrochen. Sie schienen bereit, uns von hier zu evakuieren, aber es folgten einige Dinge, die vorher noch abgearbeitet werden müssen. Den ersten Punkt müssen wir erledigen. Wir haben geografische Koordinaten bekommen und müssen dort ein Lebenszeichen hinterlassen. Das sollte mit einer Karte kein Problem sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dass wir die Karte haben. Die Karte ist sehr wichtig. Karte und Radio. Ein kurzer Blick auf die Karte hat uns alle nötigen Infos verschafft. Wir haben ihnen eine Flaschenpost hinterlassen. Okay. Schön. Okay, Timmy ist wieder da. Und er ist nicht krank. Nice. Haben wir irgendwas bekommen? Zweimal Wasser, okay. Okay. Heute klopfte ein junger Mann an unsere Falte und bat uns um Hilfe. Er sagt, er beobachtet uns schon eine Weile und halte uns für gute, anständige Menschen. Auch wenn er uns gern unter anderen Umständen kennengelernt hätte, könne er gerade dringend unsere Hilfe gebrauchen. Er will seine Schwester befreien. Ja, wir helfen, auf jeden Fall. Natürlich. Dem jungen Mann ging eine Gruppe anderer Überlebender zur Hand, die zwar alle bewaffnet, aber wirklich nett waren. Wir machten das Mädchen ausfindig, warfen ihr eine Waffe zu und schlugen die Räuber zurück, die den Ausgang bewachten. Die Zwillinge waren glücklich, aber auch sehr verwirrt. Der Räuberboss ist, wie sich herausgestellt hat, ihr Vater. Wir leben in einer verrückten kleinen Welt. Jedenfalls waren sie uns sehr dankbar und versprachen, sich bald wieder bei uns zu melden. Sehr gut. Essen und Trinken geben. Ja, er ist gut in Form. Wir wissen noch immer nichts über die Lage im Ödland. Vielleicht sollten wir das Risiko wagen und nach draußen gehen. Ah, das können wir nicht machen. Ted muss gesund bleiben. Schreckliche Stille war langweilig, ja.
Ein Erwachsener muss gesund bleiben. Ja, ha, Timmy ist verrückt geworden. Das ist gerade etwas bad. Etwas sehr bad. Und wir brauchen halt die Gasmaske, wenn dann, um rauszugehen. Das sieht so behindert aus. Können wir... Ach ja. So. genau, okay. Wir leben eingesperrt in einem winzigen Bunker und haben kaum Vorräte. Was ist... Wir haben genug Vorräte. Wenn wir überleben wollen, müssen wir handeln. Wir wissen, dass sich eine Gruppe Senioren in den Ruinen des Altenheims versteckt. Wir müssen ein paar Vorräte haben, aber wir brauchen sie noch viel dringender. Das wohl unserer Familie... Das Wohl unserer Familie steht an oberster Stelle, nicht wahr? Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben wirklich, also, genug. Wirklich genug. Ich mag meine Haare gerade irgendwie nicht. Mann. Ha! Was? Das sieht cool aus. Okay. Wir schicken keinen raus. Wir haben keine Gasmaske. Wenn das Event kommt, dass wir die Gasmaske reparieren können, dann können wir wieder wen rausschicken. Vorher machen wir es nicht. Und Timmy ist nicht mehr verrückt. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ted scheint wirklich gut in Form für einen Ausflug zu sein. Ja, das mag sein, aber nein. Ein unbekannter Mann nähert sich unserem Unterschlupf. Er behauptet, dass er früher ein Buchhalter gewesen war, sich aber jetzt als Händler und Glücksspieler durchschlägt. Er bot uns ein Kartenspiel mit einem Einsatz und zwei Flaschen Wasser an. Ja, machen wir. Wir haben genug Wasser, vorsichtshalber. Also, falls wir verlieren, ist okay. Wir haben sogar gewonnen. Ha! Alter! Wir bräuchten mal wieder ein bisschen Essen, würde ich sagen, ne? Also Essen haben wir... Wasser haben wir echt genug, wow. Aber Essen wäre halt schön. Ein bisschen zumindest. Wäre ganz nett, würde ich mal meinen. Wow. Keine guten Events. Tag 37. Demnächst müsste doch mal wieder sich das Militär melden, oder? Ich glaube schon. Nein! Heute Morgen haben wir eine weitere Übertragung des Militärs empfangen. Wir hatten auf ein Ende der Ende unseres Bunkeraufhaltes gehofft, aber anscheinend hat das Militär andere Pläne. Alle Überlebenden in der Gegend wurden aufgefordert, in den nahegelegenen Park zu gehen und so viele Bäume wie möglich zu fällen, um die Evakuierungsanstrengungen zu unterstützen. Was auch immer das heißt, wir können genauso gut mitmachen und die ganze Sache beschleunigen. Das ist das Problem. Wir haben keine Axt mehr. Scheiße. Wir sind keine Holzfäller und wir holzen den Park nicht ab. Vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir eine Axt hätten vielleicht. Ja, wir nutzen das Radio. Ich muss mal meine Dose mit Nüssen hier hinstellen. Weil ich mit der Hand die Maus bediene und das ist dann ein bisschen doof. Wow! Essen und Trinken bekommen. Cool. Die freundlichen Überlebenden, denen wir vor kurzem begegnet waren, kamen heute mit einem Anliegen zu uns. Die Gruppe möchte eine kleine Siedlung errichten. Allerdings wurden viele von ihnen bei ihrem letzten Kampf gegen die Räuber verletzt. Um schnell und effizient zu arbeiten, müssen alle voll einsatzfähig sein. Sie fragten uns nach einigen medizinischen Vorräten für ihre Verwundeten. Wir haben leider keine, sonst würden wir welche geben. Definitiv, aber wir haben leider keine. Mann. Das ist kacke. Was steht hier? Wir hätten ihnen gerne geholfen und unsere Freundschaft gestärkt, doch wir konnten ihnen nicht geben, was sie brauchen. Ja, unsere Freunde waren ein bisschen enttäuscht, wollten aber weitersuchen. Mann. Das ist jetzt kacke. Das ist jetzt gerade sehr kacke. Ich würde gern den Leuten helfen, aber geht nicht. Mann. Stark genug, um den Gefahren des Ödlands zu trotzen. Ja. Aber wir können nicht rausgehen. Wir sind wirklich in einer misslichen Lage. Die Vorräte gehen zur Neige und außer uns selbst wird sich niemand um uns scheren.
Wir wissen genau, dass eine unserer Nachbarinnen einen Bunker hat, dessen Falltür kaputt ist und da könnten sich nur Vorräte befinden. Natürlich hat sie es mit ihren Kindern möglicherweise rechtzeitig geschafft, aber wir können ihre Sachen wirklich gebrauchen. Ja, wir versuchen es. Das versuchen wir. Wir wissen ja nicht, ob... Also das ist was anderes, würde ich mal meinen. Da wissen wir ja nicht, ob die da sind oder nicht. Und so haben wir wieder Essen dabei. Eine Suppe bekommen. Ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Hast du kurz eine Einschaltung gefunden, wenn man einen Anruf kommt, einen Anruf zu bekommen. Aber jetzt sitzen wir hier und hören da draußen unverkennbar ein Telefon klingeln. Das muss die Telefonzelle auf der anderen Seite sein. Ja. Go Ted, yeah. Nein, Ted ist verletzt. Was? Scheiße. Mann. Okay, das ist kacke. Das ist sehr kacke. Ted darf jetzt nur nicht krank werden. Ach, kacke. Das ist nicht wahr, ey. Wir müssten irgendwie mal unser Medikit hier reparieren können. Wäre schon recht cool. Essen und Trinken, genau. Unser Verbandskasten ist nutzlos, aber wir müssen etwas unternehmen. So bizarr es auch klingen mag, wir sind fest davon überzeugt, dass wir aus dem tödlichen Insektenspray etwas Medizin herstellen können. Bitte lass es funktionieren, Alter. Ich glaube, ich kenne das Event gar nicht. Ja, geil, okay. Okay. Nein, so. So. Timmy scheint große Lust. Machen wir nicht. Können wir nicht machen. Wir haben keine Gasmaske. Das ist unser Problem. Und wir haben auch kein weiteres Medikit mehr. Nee. Das hatten wir doch schon. Wir haben keine Axt, wir können da nicht helfen. Mann! Das kann doch nicht Warstein, ey. Das kann doch nicht Warstein. Ist das etwa deren Ernte? Ja, wir hätten nicht erwartet, dass unsere Nahrungsvorräte mit einem einfachen Kartenspiel aufstocken könnten. Aber genau das hat uns der Mann angeboten. Machen wir. Wir hatten eben Glück, jetzt werden wir bestimmt auch Glück haben. Nein, wir haben verloren. Shit. Okay. Wir haben verloren. Das ist nicht gut. Wir erschreckten uns heute etwas, als unsere Karte plötzlich von der Wand fiel. Ob unser Bunker verflucht ist, als sie herunterfiel, offenbarte sich eine Art Safe in der Wand. Wir erinnerten uns nicht, ein Safe eingebaut zu haben. Aber wir können ihn vielleicht aufbrechen. Theoretisch haben wir alle Zeit der Welt. Ja, das versuchen wir. Suppe. Geil. Okay, wir haben Suppe bekommen. Das ist schön. Unsere Gasmaske ist extrem abgenutzt und wir... Ja! Endlich! Endlich! Wir können unsere Gasmaske reparieren. Yeah! Was? Mann! Scheiße! Echt jetzt? Ja, nein, das Klopfen unserer Falte doch. Ja, wir machen's. Der andere Koffer war kacke, aber dieser Koffer wird gut sein. Dieser Koffer wird gut sein. Er war gut, wir haben Essen gefunden. Wasser. Okay, wir haben Wasser gefunden, kein Essen. Okay. Ja. Zu den Dingen, die man nicht erwartet, gehört eine Gruppe grün gekleideter Leute, die an deiner Türschwelle auftauchen. Die an deiner Türschwelle auftaucht und behauptet, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Aber genau das ist passiert. Sollen wir diesen Clowns... Sollen wir diese Clowns hineinlassen? Ja, machen wir mal. Die haben unser Gewehr mitgenommen. Und die Taschenlampe.
Diese fröhlichen Gewährten waren ganz und gar nicht fröhlich. Sie sagten uns, wir seien reich und müssten mit den restlichen 99% des Ödlands teilen. Echt jetzt? Wir sind nicht reich. Wir könnten wirklich ein paar Vorräte gebrauchen. Wir haben sie heute gezählt und das Ergebnis war nicht zufriedenstellend. Zeit zu handeln. Wir wissen, dass ein Lehrer von einigen... Was? Von hier einige Kinder gerettet und sie zu einem relativ sicheren Gebäude in der Nähe geführt hatte. Wir könnten... Nee, wir haben noch genug Vorräte. Das machen wir jetzt nicht. Was machen wir jetzt nicht? Wir haben echt noch genug Vorräte. Wir haben jetzt echt noch genug Vorräte. Nein, wir gehen nicht raus. Das können wir switchen, ja. Wir haben wieder eine Gasmaske, wir können wieder rausgehen. Alles gut. Alles tutti frutti. Sehr schön, die beiden kriegen was zu essen und zu trinken, ja. Timmy kann es schaffen, ja. Da bin ich zuversichtlich. Ein Foto von ihm in dem Buch. Könnte sein. Könnte möglich sein. Na? Da ist es ja. Das gesuchte Foto war im Pfadfinderhandbuch versteckt. Was für ein Zufall. Das Bild ist etwas verwaschen, aber es ist trotzdem eine schöne Überraschung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Timmy geht raus mit der Gasmaske. Yeah. Aha. Yeah. Yeah. Aha. Ein bisschen Essen bräuchten wir nämlich wirklich wieder. Okay. Mann, wir haben... Aua. Voll gegen das Mikrofon gehauen. Wir haben keine Axt. Wird das jetzt die ganze Zeit auftauchen, bis wir endlich mal wieder eine Axt haben? Das ist schlecht. Das wäre sehr schlecht. Nee. Definitiv nicht. What the fuck? Tauschen da nichts. Wir brauchen unser Radio noch. Nö. Die Pilze nehmen wir nicht. Wir haben zwar wenig Essen mittlerweile, also relativ wenig. Aber noch genug, auf jeden Fall. Essen und Trinken für Dad. Wir haben es nicht gerade leicht und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, sich zu rasieren, aber Bert... Aha! Ah, das war das, Lumber Sexual Achievement, glaube ich. So hieß das. Da musste man Ted den Bart abrasieren. Aber das Achievement haben wir eh schon, die Gasmaske ist wieder kaputt. Kacke. Was haben wir bekommen? Ein Wasser. Wow. Wow. Das ist sehr... Wow, wie sieht's aus mit Timmy? Ja, Timmy kriegt einmal. Beides. Und dann ab Tag 65 auch wieder beides. Ist alles okay. So. Timmy ist sehr hungrig. Ja, ist okay. Wir waren so lange in die Gesundheit. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, draußen kurz nachzusehen, ob es irgendwo Probleme gibt. Wir wollten gerade den Bunker verlassen, da blitzten ein paar Tieraugen in der Dunkel. Ach so. Ja. Toll. Pancake. Mann, Alter. Meine Haare. Aber wir können Pancake nicht holen. Wir haben keine Sachen mehr. Das ist ein bisschen bad, ey. Das ist ein bisschen sehr bad. Ja. Ja, wir haben Wasser. Wasser haben wir genug. Da können wir dem mal ein bisschen Wasser geben. Ist okay. Können wir mit leben. Wir haben noch... Oh, wir haben 12 Flaschen Wasser, Alter. What? Das ist krass. Klaustrophobie lässt sich nur schwer bekämpfen, besonders in einem kleinen Bunker. Vielleicht könnten wir... Naja. Nein! Ich wusste, es war eine dumme Idee. Ich wusste, es war eine dumme Idee. Mann.
Mann! Shit. Ja, die Gasmaske können wir nochmal versuchen zu reparieren, ja. Oh, kacke. Gasmaske ist repariert, schön. Wir können nicht helfen, Holz zu fällen. Mann. Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Der Run hat so gut angefangen, dann habe ich Fehler gemacht. Fehler gemacht ohne Ende. Leider. Leider, leider. Ja, wir können noch einen Tag warten mit Essen und Trinken. Aber das ist gleich eh vorbei. Gleich ist vorbei. Ted ist gleich. Am Arsch. Ted ist gleich am Arsch. Haha. 71 noch, okay. Noch ist Ted nicht tot. Scheiße. Oh, komm, irgendein Event, das uns ein Medikit gibt. Komm schon, irgendwas. Irgendwie müssen wir ein Medikit bekommen. Irgendwie. Timmy geht gleich raus. Timmy geht gleich raus. Wir können das... Können wir noch machen. Vielleicht schaffen wir... Vielleicht überlebt Ted das Ganze ja noch. Und... Überlebt, bis Timmy wieder da ist und Timmy bringt Medikit mit. Das kann ja alles möglich sein, ne? Kann ja alles möglich sein. Kann ja alles möglich sein. Ach, Mensch. Nur trinken eigentlich? Okay, er kriegt trotzdem beides. Wir können gegen die Nager nichts machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben keine Items mehr. Wir haben ein Essen verloren. Tag 77. Immer noch krank. Ich weiß. Wir können nichts. Oh, shit. Shit. Das ist bad. Karte gegen Munition. Nein. Nein. Karte gegen Medikit. Ja, da würde ich tauschen, aber nicht Karte gegen Munition. Nein. Ach, komm. Timmy ist sogar wiedergekommen. Hat eine Taschenlampe mitgebracht, habe ich gerade gesehen. Und Dose Essen, Taschenlampe, Munition, Wasser. Schade. Wir haben 79 Tage durchgehalten. Holzfäller-Karriere verpasst. Echt jetzt? Ja. Verdammt. Okay. Und das auf Little Man. Auf Little Boy, meine ich. Och Gott. Ach Gottchen. Ist halt leider so, ne? Kann ich leider nicht ändern. Ich hätte besser spielen können, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist eigentlich jetzt hier? Wieso steht da Hüte? Aber wieso sind da Hüte? Was ist denn der Abspann? Aber naja, gut, Leute. Wir haben es trotzdem noch geschafft. Also wir haben das Mad Hatter Achievement heute freigeschaltet. Und... Ja, würde ich sagen, im nächsten Part versuchen wir nochmal auf Little Boy das zu machen. Aber dann machen wir Sammeln und dann Überleben. Weil das packt man, das kann ich an einen Part packen, das ist sehr easy. Und dann hoffen wir, dass wir überleben werden. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.